Hey Freunde, hier ist Philipp von abmischenlernen.de und heute möchte ich euch zeigen, wie man ein Stereo-Delay auf Rap-Vocals packt. Diesen Effekt könnt ihr auch sehr gut für Stimmen oder also Gesang verwenden, aber in diesem Fall zeige ich euch, wie man das für Rap-Vocals einstellt, denn momentan hört man diesen Effekt sehr, sehr häufig, zum Beispiel bei dem Song Murcielago von Casey Rebel und Summer Jam, aber auch auf weiteren Songs. Deswegen will ich euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen und gleich anfangen. Wir hören uns erstmal das Material an. Der Song ist von Tamouflage. Falls euch der Song gefällt, könnt ihr den auch unten in der Beschreibung komplett kostenlos downloaden. Ich würde mich freuen, wenn ihr das tut, denn ich habe den Song gemischt und gemastert. Und da bekommt ihr das ganze Album umsonst, was ich auch gemischt und gemastert habe. Deswegen einfach mal klicken und reinhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr sagt, wie ihr das findet. So, jetzt aber zum Song. Meine Gedanken überschlagen sich, mein Kopf ist aus dem Bein geschlafen, hab ich schon seit Tagen nicht, mein Körper zeigt mir seine Grenzen, ich glaub, ich werd wahnsinnig. Genau, hier fangen wir an. Um einen Delay-Effekt, ja, auf die Stimme zu packen, nutze ich einen Aux-Track, beziehungsweise Bus-Send, wie auch immer. Heißt in jeder DAW etwas anders, in dem Fall ein Bus. Bei Logic, und ich nutze das ganz normale Standard Delay von Logic. Achso, wichtig hier noch ist, dass ihr auf jeden Fall das Ganze auf Stereo einstellt. Falls ihr das nicht macht, dann habt ihr den Song, habt ihr zwar einen Delay-Effekt, aber der ist halt in der Mitte des Songs und nicht rechts und links. Also, das wäre dann quasi Thema verfehlt und ja, wir wollen ja das schön breit machen und dass die Vocals von der Mitte nach rechts nach links wandern, ja? Also quasi ja, so fast einen Kreis machen im Audiobild sozusagen. Genau. So. Jetzt wollen wir mal den Effekt hören. Dafür drehe ich den Bus einmal auf. Meine Gedanken überschlagen sich, mein Kopf ist aus dem Bein geschlafen, hab ich schon seit Tagen nicht, mein Tagen nicht, mein Tagen nicht, mein Ah, da hört ihr, da geht richtig viel ab, ja, da ist richtig viel los auf einmal. Was mir auffällt ist, mir gefallen erstmal die Einstellungen vom Timing her. Ja, ein Achtel auf der rechten Seite, das bedeutet, das ist das Delay, was zuerst kommt. Und ein Viertel auf der linken Seite, das bedeutet, das kommt dann danach. Also es ist ein bisschen verzögerter noch als das rechte Delay. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Das würde ich auch genauso lassen. Allerdings, was wir wollen, ist, dass das rechte Delay ein wenig mehr, beziehungsweise erstmal fangen wir mal an, dass das Delay an sich weniger Frequenzen abbekommt, dass es nicht so präsent ist, nicht so voll. Ja, soll ja eher im Hintergrund agieren, soll es breit machen, aber nicht die Hauptvokalspur in dem Sinne verschlammen, ja, sondern es soll eher was hinzugefügt werden, was leichtes, dezentes, das Ganze schön breit macht. Dafür nehme ich den Equalizer einfach und beschneide quasi die Frequenzen. Bei der rechten Seite gebe ich ein wenig mehr Frequenzen rein. Ja, da nehme ich so 550 bis 5, na, 4700, ist okay. Und bei der linken Seite beschneide ich da noch ein bisschen mehr. Da mache ich 770 und 3900, also es klingt noch mal ein Tick dünner an der Stelle. Da gehen wir mal ein bisschen mehr noch, 650, hören wir mal rein. Das ist der erste Punkt, und da hören wir jetzt mal rein. Meine Gedanken überschlagen sich, mein Kopf ist aus dem Bein geschlafen, hab ich schon seit Tagen nicht, mein Körper zeigt mir seine Grenzen, ich glaub, ich werd wahnsinnig. Also was man hört, ist, dass die Stimme natürlich dementsprechend schon deutlich beschnitten wurde. Sie sich auch nicht mehr ganz so extrem beißt, wie es jetzt beim ersten Beispiel der Fall war. Was mir allerdings immer noch nicht gefällt, ist die Wiederholungsanzahl des Delays, ja. Und dafür schraube ich hier ein wenig das Feedback runter. Auch hier wieder. Bei der rechten Seite gebe ich ein bisschen mehr Feedback dazu, weil es soll halt öfter kommen und beim linken ein bisschen weniger, ja, also es wird jetzt auch nicht, wird minimal weniger sein. Machen wir mal 20 so. Aber es soll quasi von Mal zu Mal abnehmen. Ja? Also von der Mitte ist natürlich die Hauptspur, rechts soll es dann schon ein wenig dezenter sein und links noch dezenter. Ja? Das ist quasi den Plan, den ich jetzt hier habe bei der Einstellung. So, jetzt hören wir mal rein.
Meine Gedanken überschlagen sich, mein Kopf ist aus dem Ball geschlafen. Hab ich schon seit Tagen nicht, mein Körper zeigt mir seine Grenzen. Ich glaub, ich werd wahnsinnig. Genau, jetzt hört das quasi nach einmal schon auf. Ist immer noch sehr, sehr laut. Das ist nämlich der nächste Schritt, den wir jetzt machen. Wir hören das Delay sehr gut, können es jetzt sehr gut einschätzen, wie es an sich klingt. Wir wollen es natürlich jetzt noch besser in den Mix einfügen. Dafür mache ich den AUX-Track ein wenig leiser. Meine Gedanken überschlagen sich, mein Kopf ist aus dem Ball geschlafen. Hab ich schon seit Tagen nicht, mein Körper zeigt mir seine Grenzen. Ich glaub, ich werd wahnsinnig, hoff auf Veränderungen, aber ich erwarte nix. Genau, so, also, jetzt hat das schon eine schöne Lautstärke. Wenn wir uns das Solo anhören, dann wird man auch direkt merken, wie laut das eigentlich noch ist, obwohl man das jetzt im Mix gar nicht mehr so laut wahrnimmt. Meine Gedanken überschlagen sich, mein Kopf ist aus dem Ball geschlafen, hab ich schon seit Tagen nicht, mein Körper zeigt mir seine Grenzen, ich glaub, ich werd wahnsinnig. Also es ist noch relativ laut eigentlich, aber im Mix fügt sich das sehr schön an, ein. Ich werde jetzt das nochmal abspielen mit dem Beat und dann mache ich das einmal aus und dann wieder an. Und dann kann man mal vergleichen, wie sich das einfügt. Meine Gedanken überschlagen sich, mein Kopf ist aus dem Ball geschlafen, hab ich schon seit Tagen nicht, mein Körper zeigt mir seine Grenzen, ich glaub, ich werd wahnsinnig, hoff auf Veränderungen, aber ich erwarte nix. Scheint, als wäre ich gefangen in einer Endlosschleife, sitz wie immer in der Bahn, guck träumend durch die Fensterscheibe, mit Wut im Bauch, die ich Also man hört auf jeden Fall den Unterschied, weil wenn das Delay an ist, fügt sich die Vocalspur richtig schön in den Mix ein, sie wirkt breiter, bisschen wärmer. Sobald es aus ist, ja, schießt quasi die Stimme nach vorne im Mix, was zu diesem Song halt nicht so gut passt. Ja, sie soll schön mit dem Beat verschmelzen und das passt mit diesem Delay ja sehr gut. Also, was ist wichtig? Ja, ihr müsst ein Stereo-Delay haben. Ein Achtel, ein Viertel Noten sind sehr gut dafür in den meisten Fällen, vor allem bei so einem Tempo. Beschneidet die Vocals mit dem Equalizer. Und guckt einfach, wie das Feedback passt, ob es zu viel ist, ob es zu wenig ist. Das muss man ein bisschen auch nach Gefühl machen und passt dann am Ende die Lautstärke an. Ja, ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen und damit kriegt ihr richtig coole Rap-Vocals hin. Ich würde mich freuen, wenn euch das weiterhilft und wenn ihr mehr über das Abmischen lernen wollt, dann könnt ihr euch jetzt kostenlos mein E-Book runterladen, was ich jetzt hier in dem Video verlinke und auch unten in der Beschreibung. Und was ihr dafür tun müsst, ist einfach eure E-Mail-Adresse eintragen und dann schicke ich euch sofort kostenlos das E-Book zu. Ihr habt damit auch keine Verpflichtung, könnt euch jederzeit wieder austragen, gar kein Problem. Allerdings, wenn ihr da drin bleibt, schicke ich euch jede Woche einen weiteren kostenlosen Tipp zu und ich hoffe, dass der euch dann auch immer hilft, aber ich bekomme sehr, sehr viel positives Feedback, dass die Newsletter und auch das E-Book ja, sehr weiterhelfen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich da auch bei eurer Reise vom Abmischen dabei sein darf und euch begleiten darf und euch vielleicht den einen oder anderen Tipp noch geben kann. Dann würde ich mich sehr freuen. Also, zögert nicht, ladet euch jetzt kostenlos das E-Book runter und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das ist Philipp von abmischenlernen.de. Bis dahin, ciao.